willkommen an alle da draußen, die uns heute zuhören bei unserem Podcast, Kinderkirchen-Podcast, Quasselband, Klappe 4. Wir haben heute wieder etwas Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben nämlich einen Gast. Die Anna ist heute da. Und liebe Anna, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Hallo, ich bin die Anna und ich werde bald 10 und ich wohne auch in Schirmern hier. Genau, da hat sie jetzt schon was ganz Wichtiges gesagt. Wir sind nämlich heute in unserem Studio in Schönborn. Wenn ihr bisher alle Teile angehört habt, dann wisst ihr, wir rotieren immer mal. Also mal haben wir in Radeberg aufgenommen, dann waren wir schon in Litau gewesen und heute in Schönborn. Wie ist es eigentlich, zu Hause zu sein, in die Schule gehen zu müssen, aber irgendwo, wo es eigentlich Spaß macht, zum Beispiel heute in Schönborn, wir attenden Kids, das darf man nicht. Und wir wollen aber nicht bloß rumfrusten, vielleicht passiert das auch, keine Ahnung, sondern auch uns sagen, was wir gerade so tun, was uns Spaß macht, was uns am Leben hält, wo wir Bock drauf haben. Ja, Anna, bei dir weiß ich, dass du ja Haustiere hast. Meine Flappe hat jetzt mal wieder Babys bekommen, jetzt habe ich 16 Hasen. 16 Hasen? Ja. Wow, das sind ja viele. Ja. Was? Ich finde es cool. Wow, was kriegen die bei dir zu fressen? Also eigentlich, also so Kartoffelschalen, Kartoffeln, Möhren, dann halt noch so Radieschen, alles so, was wir im Haushalt, zum Beispiel wenn man eine Gurke, was schlecht ist, das kriegen dann auch die Hasen, also da schneiden wir auch ein Stück ab. Und du bist verantwortlich für Füttern, Streicheln, Liebhaben, Ausmisten? Ja, auch Ausmisten. Bei 16 Hasen, da hast du gar schon zu tun, oder? Ja, naja, die meisten sind ja noch Babys, die kacken. Ja, das stimmt. Also noch ganz klein. Und wie viele Babys hast du jetzt? Also die Fluffy hat 7 Babys bekommen, die sind jetzt noch im Nest. Also, und dann die Lola, das ist ein Zwerghase, die hat auch 4 kleine bekommen und ja, die sind aber schon ein bisschen größer. Okay. Also hast du eigentlich kaum Zeit für Schule, würde ich mal schätzen? Doch. Gut. Ist dann neben Schule und sich um Hasen kümmern noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, da ist jetzt eine Lücke, wie fülle ich die am besten? Oder wie ist das bei dir? Na, also vormittags gehe ich zur Schule, dann gehe ich immer mal bei den Hasen gucken, ob nicht auch einer ausgebüxt ist oder so. Und ja, dann nachmittags gucke ich halt, was ich dafür habe. Ich habe, also ich spiele auch Gitarre. Und ja, montags gehe ich immer reiten. Das ist was, was jetzt auch geht, oder? Kannst du reiten gehen? Oder? Ja, wir dürfen wieder in der Gruppe reiten. Okay. Bei den Begegnungen, die ich zurzeit habe, merke ich, dass manche auch ganz zufrieden sind, nicht groß raus zu müssen, weil sie es nicht dürfen. Andere sagen, oh, ich muss unbedingt hier raus, ich halte es zu Hause nicht mehr aus, mir fällt die Decke auf den Kopf. Du bist also so was dazwischen. Ja. Gab es schon Situationen, wo du gesagt hast, oh, ich mag nicht mehr zu Hause sein, es ist so langweilig oder so schrecklich? Ja, jetzt im Lockdown, da fand ich es total blöd, weil wir mussten die ganze Schule zu Hause machen und da hat man auch nicht so viel verstanden, wie in der Schule und in der Gemeinschaft zu lernen, ist halt viel cooler. Naja. Hat sich denn in eurer Klasse irgendwas durch die Situation verschlechtert oder vielleicht auch verbessert? Oder kann man da jetzt gar nicht so einen Unterschied merken? Also ich finde es eigentlich cool, wie vor dem Lockdown, also dass es wieder ganz normal in der Schule eigentlich ist, halt nur die Maske und ja, also, aber eigentlich ist alles gut. Frau Schnecke bekommt ein Haus. Vor langer, langer Zeit, als die ersten großen Tiere aus dem Wasser heraus an Land kamen, krochen auch ganz kleine Tiere an Land. Es waren Spinnen, allerlei kriechende und fliegende Insekten und auch Schnecken. Die Schnecken hatten damals noch kein eigenes Schneckenhaus. Die großen Tiere bewegten sich mit viel Lärm. Die kleinen waren etwas vorsichtiger, ein wenig unsichtbar, da sonst die Gefahr bestand, von den großen Pfoten zertrampelt zu werden. Die großen Tiere hatten den Löwen als König. Die kleinen hatten als König und Königin das Ehepaar Assel. Eines Tages luden Herr und Frau Assel ihre Untertanen zu einem großen Fest unter dem allergrößten Stein in der Umgebung ein. Pünktlich kamen alle Tiere fliegend, kriechend oder schlurfend zu dem verabredeten Treffen. Alle? Nein, ein Tier fehlte, die Schnecke.
Wo ist unser Weichtier, Frau Schnecke? Fragte der König. Die anderen Tiere wussten es auch nicht. Daraufhin sprach der König: Ihr bleibt alle hier in Sicherheit unter diesem Stein. Ich schaue nach, was mit Frau Schnecke geschehen ist. Er machte sich auf den Weg und fand sie in seinem Haufen Blätter, wo sie auch wohnte. Warum bist du zu unserer Einladung nicht gefolgt? Wir haben dich doch eingeladen, fragte der König. Ich bin eigentlich immer am liebsten zu Hause, antwortete die Schnecke. Dann habe ich eine Lösung für dich, sagte der König. Von nun an kannst du dein Haus überall mit hinnehmen. Auf diese Weise bekam die erste Schnecke ihr Schneckenhaus. Frau Schnecke kroch nun zusammen mit König Assel zu dem Fest. Sie war sehr froh, dass sie sich durch ihr Haus sicher fühlen konnte. Die Königin bemerkte es und sagte zu ihrem Mann: Sollen wir den anderen Schnecken gestatten, selbst zu wählen, ob sie ihr Haus behalten möchten oder nicht? Und das taten sie dann auch. Von dieser Zeit an gibt es Schnecken mit und ohne Schneckenhaus. Eine lustige Geschichte. Wie kam die Schnecke eigentlich zu ihrem Schneckenhaus? Oh, wie wichtig ist der Schnecke, ein Haus zu haben? Du als Schnecke, hättest du gerne ein Haus oder kein Haus? Ein Haus. Ein Haus, warum? Weil ich mich da auch wohl fühlen würde. Ah, okay. Also denke ich mal. Zu Hause sein ist jetzt irgendwie nochmal was ganz anderes geworden. Also ich zumindest komme nach wie vor gerne nach Hause. Aber manchmal geht es einfach vielleicht auch auf den Zweifel. Wenn man aus seinem Schneckenhaus nämlich gar nicht mehr rauskommt, dann sieht man ja auch nichts mehr. Von der Welt, die Schnecke sieht nicht mehr König und Königin Assel und all die anderen Kriechtiere. Ich finde es auch ein bisschen blöd. In 10 Tagen habe ich ja Geburtstag. Oh. Und da finde ich es ein bisschen blöd, dass, also da kann man halt nichts machen. Hm. Hast du trotzdem eine Freundin oder einen Freund eingeladen, der mit dir feiert oder feiert er nur als Familie? Also wahrscheinlich nur als Familie, meine Tante und mein Onkel kommen. Hm. Unsere Oma und Opa wohnen ja über uns, die kommen bestimmt auch. Hm. Und die Thea, das ist eine Freundin, also die geht auch in meine Klasse, die wohnt auch hier unten in Thüringen. Ah, okay. Also wenigstens ein bisschen was, worauf du dich trotzdem freuen kannst. Ja. Aber das ist schon komisch, oder du feierst jetzt schon das 2. Mal Geburtstag, ohne so richtig zu feiern, oder? Ja. Weil das Coole ist auch, also ich habe jetzt 2 Großhalbbrüder und von denen habe ich immer das Fahrrad genommen und jetzt kriege ich halt mein erstes neues. Das weißt du sogar sozusagen schon. Ja, steht schon in der Garage. Aber das ist ja auch was, wo du jetzt was Neues kriegst. So ein bisschen was zwischen zu Hause und unterwegs sein trotzdem. Was Schönes zu verbinden, oder? Ja. Hast du gern Fahrrad? Ja. Hier, wenn du schaust so. Entweder fern in die Zukunft oder du überlegst in Gedanken, was ist los? Möchtest du uns teilhaben lassen an deinen Gedanken? Ich bin gerade nochmal bei dem Schneckenhaus. Die Schnecke möchte gern ihr Haus mit sich führen. Deswegen gibt es die einen Schnecken mit Schneckenhaus. Mhm. Wir Menschen wollen auch manchmal unterwegs beschützt sein. Ich hätte am liebsten mein Haus bei mir, dann kann ich überall, wo ich bin, weiß ich halt, ich kann mich in mein Haus zurückziehen. Manchmal fühlt man sich ja auch wohl zu Hause. Das stimmt, in seinem eigenen Zimmer als Kind, oder? Hast du ein eigenes Zimmer? Ja, ja. Zum Glück. Zum Glück. Das wäre wohl gar nichts, das zu teilen. Nein. Erzähl mal, wie sieht denn dein Zimmer so aus? Wo ist die Ecke, wo du dich am wohlsten fühlst? In meinem Bett. In deinem Bett, okay. Ja. Warum? Ich finde das halt einfach gemütlich, wenn man da mal so sitzt. Kann man mal gucken. Oder was lesen. Gibt es noch eine andere Ecke, die vom Bücherschrank. Hast du einen großen Bücherschrank? Ja. Oh, und was stehen da so für Bücher drin? Also keine Sachbücher, also richtig mit Geschichten, weil ich bin nicht so der Sachbücherleser. Ja. Naja, das muss man auch nicht. Da so viele schöne Geschichten und Erzählungen. Wenn man sich da so richtig einfühlen kann, dann ist man ja auch in den Geschichten zu Hause. Ja. Suchst du dir da auch manchmal so jemanden aus und sagst, ja, das bin so ein bisschen ich oder das kann ich mir gut vorstellen. Das Wesen in der Geschichte kann ich mich richtig gut reinversetzen. Also in einem Buch eher nicht so, aber in Filmen meistens. Hast du ein Beispiel? Nee. Ich weiß immer,
wenn ich lese und es ist so ein Buch, was einen wirklich so packt und man so eigentlich gar nicht mehr aufhören kann zu lesen, dann bin ich immer traurig, wenn es zu Ende ist. Weil es so eine schöne Welt war und man hat sich da irgendwie auch zu Hause gefühlt. Die Leute hat man kennengelernt, obwohl sie gar nicht, also ich sie nicht anfassen kann, sie nicht da sind. Und dann nach der letzten Seite denke ich immer so, oh, jetzt muss ich wieder in meine wirkliche Welt. Das kann auch so ein Zuhause sein. Die Bücherwelten, die Fantasiewelten. Das vielleicht auch als Einladung für euch. Man kann selbst, wenn man zu Hause ist, auch mal in eine andere Welt flüchten, indem man eine Geschichte liest und sich da richtig festbeißt drin. Und vielleicht kriegt man dann auch schon wieder eine Idee für das, was nachher ist. Das stimmt. Was ist denn noch was, wo man sich noch zu Hause fühlt? Ich habe ja auch da, zwei Katzen und den Findus, das ist der Kater, den haben wir jetzt Tricks beigebracht. Sitz, Pfote, sag Hallo, jetzt lernen wir gerade Glas. Und die beherrscht ja alle die Kommandos? Ja. Wie macht ihr das? Also zum Beispiel tun wir, wenn er Sitz machen soll und er das noch nicht weiß, haben wir halt so gemacht, das Wort gesagt. Und irgendwann, also der steht ja nicht die ganze Zeit so da, irgendwann setzt er sich hin und entweder belohnt man ihn dann, also mit dem Leckerli, oder wenn er die ganze Zeit stehen bleibt, dann macht man ja auch so, wenn er so steht, dass man ganz, ganz vorsichtig den Hintern runterdrückt, sodass er sich dann hinsetzt, sodass er dann weiß, dass er das machen soll. Okay. Und was hast du noch gesagt? Sag Hallo? Das finde ich ja spannend, dass man ja, weil da stellt man sich so hin, dann sagt man so, Findus, sag Hallo und dann springt er dich oben drauf. Cool! Also der springt oben auf die Hand zur Begrüßung. Das ist sehr witzig. Ich habe auch mal versucht, die Katze zu trainieren, das ist bei mir schief gegangen. Deswegen Hut ab, vor allem, dass der schon so viele Kommandos kann. Ja. Wie lange übt der jetzt mit dem schon? Schon ein Jahr, seit dem Lockdown. Also vor allem auch seit dem Lockdown, weil da hat man nicht ganz so viel zu tun. Vielleicht hört uns auch ein Mädchen zu in Seifersdorf, die hat ihr Huhn trainiert mit ihrer Freundin zusammen. Vielleicht eine Idee für jemanden von euch, die zu Hause ein Haustier haben. Versucht euch jetzt in der Zeit mal, denen irgendwas beizubringen. Mhm. Aber wir haben ja jetzt hier gesammelt, was man alles so trotzdem oder gerade deshalb machen kann, weil gerade nicht so viel los ist. Was natürlich nach wie vor schade ist, aber ganz viele Sachen, die man sonst nicht machen könnte. Kunststücke zum Beispiel. Anderen was beibringen. Da müssen ja nicht mal nur Haustiere sein, ne? Können ja auch Geschwister oder Eltern oder Freunde sein, die man was beibringt. Ja, also ich glaube, einiges lässt sich doch machen. Oder manchmal auch das Kleine sehen, was man sonst übersieht. Wir wollen es jetzt überhaupt nicht schönreden, diese Zeit. Aber ihr habt es jetzt gehört, ne? Anna hat bald Geburtstag. Ja, es ist jetzt nicht die ganz große Party, aber sie freut sich trotzdem drauf und es ist total cool. Vielleicht hat jemand von euch auch demnächst Geburtstag. Vielleicht redet ihr mit jemandem drüber. Und dann nicht den Mut verlieren. Auch wenn man mal eine Zeit braucht, um sich mal auszukotzen, sagt man ja immer so schön, oder jemanden mal braucht zum Erzählen. Macht es auf jeden Fall. Und wenn ihr da mal jemanden braucht, zum Reden, zum Auskotzen, zum was auch immer, Jochen guckt mich jetzt ganz irritiert an, aber ich sage, ihr könnt mir gerne eine Nachricht oder eine WhatsApp schreiben. Ich antworte euch gerne. Meldet euch einfach und wir gehen mit euch eine Runde Gassi. Und bringen euch ein paar Tipps bei. Ja. Obwohl, das müsste vielleicht eher die Anna machen, die hat ja eine gute Erfahrung. Und bringen euch Gummibärchen essen. Weil okay, also wenn ihr neue Tricks lernen wollt, dann meldet euch bei uns und wir vermitteln den Kontakt zu dir. Und du kannst dann mit den Leuten Gassi gehen und Tricks mit Gummibärchen machen. Aber was wir sozusagen euch da draußen als Zuhörer und Zuhörer mitgeben können oder wollen, wenn ihr euch ganz allein fühlt und nicht mal traut, jemanden davon zu erzählen, uns, euren Eltern oder Freunden, dann könnt ihr auch einfach ein Gebet sprechen. Leise vor euch hinmurmeln oder nur in Gedanken Gott sagen, was euch gerade wichtig ist. Ja. Ihr könnt eure Gedanken auch aufschreiben, in einen Brief stecken, zukleben, vergraben. Ich glaube, dass Gott hört und uns versteht. Ein schönes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns für heute. Das war der 4. Quasselbanden-Podcast mit Anna. Schön, dass du da warst.
Dann gehabt euch wohl. Bis bald. Tschüss. 16 Hasen? Habt ihr eigentlich alle einen eigenen Namen?